Er sei sprachlos, meinte Philipp Harnoncourt in einer ersten Reaktion auf die Ehrung im Zuge einer Festsitzung des Brucker Gemeinderates. Harnoncourt hat die Besonderheit der Heiligen Geistkapelle bei einem Besuch in Bruck an der Mur im Jahr 2011 sofort erkannt und hat sich seitdem für eine Restaurierung dieser Dreifaltigkeitskapelle stark gemacht. Ja, ich denke, er hat sich mit seinem Werk, dass er diese Heiligen Geistkapelle revitalisiert, ja wirklich große Verdienste um unsere Stadt Bruck an der Mur gemacht. Und da steht ihm diese Auszeichnung wirklich zu und es war mir heute eine Ehre, sie ihm zu überreichen. Mittlerweile ist die Außenfassade saniert und auch die ursprüngliche Dachform wurde wiederhergestellt. Die Sanierung soll den ursprünglichen Charakter des Gebäudes außen wie innen wiederherstellen. Bereits im Februar hat es erste Innenarbeiten gegeben, und zwar ist der alte Boden herausgerissen worden und der natürliche Boden untersucht worden. Dabei sind Mauerreste herausgekommen, die nachträgliche Einbauten sind, die noch untersucht werden müssen. Und jetzt geht es dann ab April, Ende April, Anfang Mai weiter mit den Rekonstruktionsarbeiten im Inneren. Die nicht mehr vorhandenen Elemente wie die Glasfenster, die Portale, die Beleuchtung oder der Fußboden sollen eine zeitgemäße künstlerische Gestaltung erhalten. Und auch der Straßenknoten wird in die Umsetzung mit einfließen. Für die Fenster und Portale haben wir den Straßenknoten im Luftbild analysiert und bemerkt, dass der sehr starke grafische Qualität hat. Und aus diesem Muster, von diesem Straßengeflecht und Knoten, leiten wir eine Figur ab, die in den Fensterportalen wieder vorkommen wird. Ursprünglich wurde die Heiligen Geistkapelle im 15. Jahrhundert erbaut, um die tödliche Trinität des Bösen, Pest, Hunger und Krieg zu überwinden. Und auch heute hat diese Dreifaltigkeitskapelle als Denk- und Mahnmal ihren Sinn. Die Menschen brauchen Orte der Besinnung. Und gerade an einem Ort, der so verschandelt ist, wie diese Umgebung von des Autobahnknotens, ist es ganz wichtig, da steht ein Pfeil nach oben, der die rastlosen Menschen, die orientierungslos herumeilen, auf etwas aufmerksam macht. Eine Mahnstätte für Umwelt und Leben gibt es in ganz Österreich nicht. Denkmäler, die an vergangene Ereignisse erinnern, gibt es genug. Aber hier ist etwas, was uns auch die Verantwortung für die Zukunft verdeutlicht. Im Jahr 2017 soll die Heiligen Geistkapelle außen wie innen in neuem Glanz erstrahlen und ein starkes Mahnmal zum Schutz der Umwelt sein.